Tag. Ich begrüße euch sehr herzlich zu diesem Science at Noon, dem letzten Science at Noon in diesem Jahr, mit einem ganz wichtigen Thema: Exzellenz in der Wissenschaft von Kosmoidioten und dem Konzept der Slow University. Ich bin wirklich gespannt, was wir uns unter diesem Thema vorstellen können. Ich darf Ihnen Patricia Felbe vorstellen. Sie hat an der Universität Bern und im schönen Arizona Geografie studiert. Da wird man gleich ein wenig neidisch. Und sie hat dort eine ganz spannende Lizenziatsarbeit gemacht, die auch ihren folgenden Weg auch etwas vorbestimmt habe ich das Gefühl, über die Identität hochqualifizierter Mexikanerinnen in Tucson. Also wir haben dort in dem American Southwest hat es viel Migration zwischen Mexiko und Amerika. Ich habe mich mal mit Chicano-Literatur in diesem Bereich befasst und kenne es ein wenig. Das ist eine sehr spannende Strömung, wo es auch darum geht, sich selbst zu sehen in einer Kultur. Und ich denke, als ich das gelesen habe, habe ich verstanden, weshalb der Rest des Lebenslaufs dann so abgefolgt ist. Sie hat dann eine Dissertation gemacht im NFP 48, wo es um Landschaft und gesellschaftliche Wahrnehmung der Landschaft geht. Sie hat auch die Landschaft der Alpen näher untersucht und war dann bei Frau Professor Wassel-Walter am Lehrstuhl für Kulturgeografie, Dozentin, Forscherin und Mentorin. Und da haben wir einen neuen roten Faden in ihrer Karriere. Sie hat dann auch immer wieder als Mentorin gearbeitet. Von 2010 bis 2015 war sie Leiterin und Präsidentin der AG Gender, der Akademien der Wissenschaft in Schweiz. Dies hat zu dieser wunderschönen Publikation geführt. Und wenn wir natürlich die Statistiken an den Universitäten anschauen, sehen wir, dass noch nicht ganz alles umgesetzt wurde. Also irgendwie die Gender Balance in den Hochschulen, in den Karrierenteilen der Hochschule, vor allem Professuren, die haben noch Verbesserungspotenzial. Aber ich meine, man darf nicht aufgeben, man muss weitermachen. Und jetzt haben wir schon mal eben Empfehlungen zum weiteren Vorgehen und wir arbeiten daran. Heute ist sie als Koordinatorin an der FedSwiss tätig. Sie hat dort auch ein Mentoring-Programm aufgebaut und gleichzeitig ist sie noch Mutter von zwei Söhnen, also weiß sie, wovon sie spricht, wenn es darum geht, wie sind Karrieren. Und jetzt sind wir gespannt, was du über Exzellenz uns erzählen wirst. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke. Vielen herzlichen Dank, Claudia, für diese sehr nette Einführung und auch für die Gelegenheit insgesamt, mir hier also diese Plattform zu geben. Ich begrüße euch und Sie alle recht herzlich zu meinem heutigen Vortrag und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Am Anfang dieses Themas steht dieses Buchprojekt hier, Exzellenz ist vielfältig, initiiert von Lilian Fankhauser und Ursina Andreck, die beide hier anwesend sind, von der Abteilung für Gleichstellung der Universität Bern. In diesem Projekt werden unter anderem die Karrierewege von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universität Bern aufgezeigt, die nicht zwingend in eine Professur führen. Es werden Personen porträtiert, hier haben Sie eine Auswahl davon, es werden Personen porträtiert, die beispielsweise in der universitären Administration arbeiten, eine Postdoc-Stelle innehaben und noch nicht wissen, ob sie den akademischen Karriereweg bis zur Professur gehen wollen, oder Personen, die als Dozentinnen angestellt sind. Professorinnen und Professoren, die porträtiert werden, zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Handlungsspielraum ihrer Professur, also ihrer festen Stelle, nutzen, um ihr privates Leben mit dem beruflichen Leben in einen bestmöglichen Einklang zu führen. Beispielsweise, indem sie in einem Top-Sharing arbeiten, sich einen Erziehungstag für die Kinder nehmen, in einer Dual-Career-Beziehung leben oder offen homosexuell leben. Alle Porträtierten sind exzellente Persönlichkeiten,
arbeiten in verantwortungsvollen Positionen und dennoch stutzten wir bei der Titelwahl, denn wir fragten uns, ob wir im Zusammenhang mit unserer Personenauswahl von Exzellenz sprechen dürfen. Nach einigem Hin und Her haben wir uns dazu entschieden, es doch zu tun. Und weshalb? Weil wir der Meinung sind, dass wir den Begriff Exzellenz mit unserer Porträtserie mitdefinieren können. Nachdem wir unsere Titeldiskussion geführt hatten, stieß Lilian Fankhauser auf die spannende Forschung von Ruth Müller von der TU München zu Exzellenz, Wissenschaftskultur, Karriereverläufe von Nachwuchswissenschaftlerinnen und der Slow University Initiative. Ich habe mich mit diesen Forschungsthemen beschäftigt und möchte Ihnen hier ein paar Aspekte daraus näher bringen. Als Outline führen uns meine Forschungsfragen durch die Präsentation. Erstens, wer ist eine exzellente Forscherin, Wissenschaftlerin oder ein exzellenter Forscher? Wer definiert Exzellenz in der Wissenschaft? Drittens, welche Auswirkungen hat die Exzellenzdefinition auf die Karriereverläufe von Nachwuchswissenschaftlerinnen? Viertens, welche Auswirkungen haben die Exzellenzanforderungen auf die Arbeitsweise und auf die Persönlichkeit von etablierten Wissenschaftlerinnen? Fünftens, wohin führt uns das heutige System? Und sechstens, welche Möglichkeiten zur Veränderung sehen Wissenschaftlerinnen? Am Schluss spreche ich von einem maximalen Benefit von den aufgezeigten alternativen Arbeitsmethoden. Exzellenz in der Wissenschaft. Ja, wer definiert denn Exzellenz in der Wissenschaft? Dies ist eine Frage, die wir uns alle wohl schon gestellt haben. Darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Und selbstverständlich kennen wir alle die harten Fakten, auf welche wir uns berufen können, wenn wir uns den Lebenslauf eines Forschers oder einer Forscherin anschauen. Zum Beispiel die Abschlussnote der Doktorarbeit, der Ruf der Universität, an der sie studiert, doktoriert oder gearbeitet hat, ihre Publikationsliste oder der Index der Publikationen oder der Rang der wissenschaftlichen Journals, in denen sie publiziert hat, die Höhe der eingeworbenen Summe von Forschungsgeldern und so weiter. Bei der Begutachtung von Anträgen durch den SNF, bei der Anstellung eines Postdocs oder später bei der Auswahl von Kandidatinnen und Kandidaten bei Berufungsverfahren spielen diese Faktoren eine wesentliche Rolle. Die Forschungsförderer investieren gerne in leistungswillige, junge, dynamische Forschende. Viel weniger bedeutend sind außerordentliche Leistungen in der Lehre oder soziale Kompetenzen, wie zum Beispiel Teamarbeit, sozialpolitische Leistungen für die Universität oder für die Gesellschaft. Führungskompetenzen oder auch der Wissenstransfer in die Gesellschaft werden nicht gleich hoch honoriert wie die oben genannten Faktoren. Die exzellenten Forschenden, die eine möglichst exzellente Universität kreieren sollten, werden längst nach neoliberalen Gesichtspunkten ausgewählt. Etwas provokativ ausgedrückt heißt das, produktiv und effizient sein sind die Schlüsselkriterien eines exzellenten Forschenden. Was bedeuten diese Exzellenzkriterien nun aber für die Nachwuchsforschenden? Was bedeutet das für ihre Arbeitsweise und für ihr Wohlbefinden während der Arbeit? Und welche Auswirkungen hat dies auf ihr Privatleben? Und vielleicht noch wichtiger, welche Auswirkungen hat dies auf die bearbeiteten Forschungsthemen oder auf die Qualität der Forschung? Ruth Müller nimmt in ihrer Forschungsarbeit zu diesem Thema die Postdocs der Life Sciences in den Fokus. Postdocs sind eine sensible Gruppe innerhalb der Forschungsgemeinschaft, weil sie in Qualifikationsstellen sind und deshalb von den gegebenen Spielregeln besonders abhängig sind. Die spezifischen Begebenheiten von Postdocs zeigen uns aber nur exemplarisch auf, wohin der allgemeine Trend in der Wissenschaft führt. Die zählbaren Fakten der Forschung, Artikelzahl, erhobene Datenmenge, eingereichte Forschungsprojekte, betreute Studierende und anderes sind wichtige Punkte, die Postdocs erfüllen müssen. Als zentrales Problem sieht Müller die zunehmende Geschwindigkeit in der Forschung. Was meint sie damit? Die zeitliche Dimension ist vielschichtig
und ist in mehreren Beziehungen zu einem wichtigen Qualitätsfaktor für Postdocs geworden. Müller spricht von einem Wissenschafts- und Qualifikationsrennen, in dem sich die Nachwuchswissenschaftlerinnen befinden. Grundsätzlich wird von den Postdocs gefordert, zur Vergrößerung des Grundlagenwissens beizutragen, gesellschaftlich relevante Forschungsergebnisse zu erzielen und praktikable Lösungen vorzuschlagen. Nun stehen aber alle Postdocs in einer direkten Konkurrenz zu unzähligen Kolleginnen und Kollegen und daher heißt es nicht nur schneller, mehr Forschungspublikationen zu veröffentlichen, sondern auch schneller als die anderen zu einem spezifischen Forschungsthema zu publizieren. Müller zeigt nun aber, dass die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit, der Inhalt der wissenschaftlichen Arbeit und die Arbeits- und Lebensweise der Postdocs unter diesen Bedingungen schwer leiden. Konkret heißt das auch, dass kein Postdoc wirklich genügend Zeit hat, über seine Arbeit genügend zu reflektieren und schon gar keine Zeit hat, bei der Themenauswahl seiner Forschung Risiken einzugehen. Denn Zeit in ein Forschungsthema zu investieren, das nicht zu verwertbaren Forschungsergebnissen führt, kommt einem Karrieresuizid gleich. Zudem wird das Paperschreiben nicht als Endprodukt der Forschungstätigkeit angesehen, sondern das Forschungsdesign wird schon darauf angelegt, dass möglichst viele Paper geschrieben und publiziert werden können. Ein anderer kritischer Punkt ist die Mobilität von Nachwuchswissenschaftlerinnen. Dabei ist häufig wichtiger, an einer angesehenen Universität gewesen zu sein oder in der Forschungsgruppe eines bekannten Professors oder einer renommierten Professorin gearbeitet zu haben, als ein kreatives, innovatives Forschungsprojekt zu bearbeiten. Der Forschungsaufenthalt wird in der Regel sowieso nur als Mittel zum Zweck gesehen, um diese Qualifikation für die wissenschaftliche Karriere zu erfüllen. Ablenkung vor Ort ist meist nicht erwünscht. Das Eintauchen in eine neue Kultur, das Erlernen der lokalen Sprache, sich politisch einbringen oder gar das Mitsprechen in gesellschaftlich relevanten Fragen, auch wenn sie die eigene Forschung betreffen, ist etwas, von dem ausländische Postdocs in der Regel weit entfernt sind. Aus all diesen Gründen werden diese Forschende von Forchler als Cosmo-Idiots bezeichnet. Cosmo-Idiotinnen sind hochspezifizierte Forscherinnen und Forscher, die um die Welt ziehen und dabei in einer Blase aus Arbeit und noch mehr Arbeit existieren. Diese transnationale, kosmopolitische Wissensgesellschaft ist in keinen nationalen Kontext eingebunden. Fragen, die die Zivilgesellschaft beschäftigen, dringen nicht zu ihnen durch und fließen somit auch nicht in ihre Forschung ein. Das ist eine bedenkliche Entwicklung und eine Verschwendung von viel Potenzial, das vor Ort nicht vorhanden ist, wenn es darum geht, die dringenden Probleme einer Gesellschaft oder eines Staates anzugehen. Um diesem Strudel an zunehmender Geschwindigkeit, an immer größerer Arbeitsbelastung, an zunehmenden respektlosen Umgangsformen, um es in einem Wort zu sagen, um diesem Irrsinn in der wissenschaftlichen Welt entgegenzutreten, formieren sich seit längerer Zeit Vorschläge für eine Veränderung. Slow Science ist mittlerweile eine Bewegung, die ihre Spuren in wissenschaftlichen Artikeln renommierter Journals hinterlässt. Woher stammt die Idee ursprünglich? Und könnte das Thema auch für die in der Schweizer Hochschullandschaft Tätigen interessant sein? Uns allen ist das Konzept des Slow Food wohl bekannt. Kerngedanke der Slow Food Bewegung ist die Entschleunigung einer aus dem Ruder geratenen Produktion von Lebensmitteln, die zum umstrittenen Einsatz von Herbiziden und Pestiziden führt, das Tierwohl mit Füßen tritt und keine Wertschätzung von Nahrungsmitteln mehr hat. Am Ende steht nicht nur die traurige Verschwendung natürlicher Ressourcen, sondern auch die Gesundheit vieler Menschen auf dem Spiel. Es gibt unterschiedliche Formen, wie Wissenschaftlerinnen eine Entschleunigung in der Wissenschaft fordern. Die einen tun es radikaler als die anderen.
Eine eher einfache und moderate Form von Umdenken forderte bereits 2011 eine in Deutschland gegründete Slow Science Academy. Diese bekennt sich im ersten Abschnitt ihres Manifests dazu, die laufenden Veränderungen in der Wissenschaft zu akzeptieren, namentlich die Beschleunigung der Publikationstätigkeit und die Bedeutung der Impactfaktoren, die Forderung, Wissenschaftsresultate durch die Kanäle der sozialen Medien zu verbreiten und die zunehmende Diversifizierung der wissenschaftlichen Disziplinen anzuerkennen. In ihrer Kritik stellt die Slow Science Academy aber klar, dass dies nicht alles sein kann und die Gegebenheiten, in denen diese Tätigkeiten stattfinden, untragbar werden. Deshalb sind die wichtigsten drei Forderungen, dass Forschung Zeit braucht. Zeit zu denken, Zeit zu diskutieren und Zeit zu scheitern. Die knapp und immer knapper werdende Zeit von Forschenden ist auch der Ausgangspunkt für das etwas radikalere Statement for Slow Scholarship von 2015 einer Gruppe von Geografinnen aus Kanada und den USA. Die Forderungen und Analysen aus diesem Paper gehen entschieden weiter, indem sie die Prozesse des heutigen wissenschaftlichen Systems in Frage stellen und dazu aufrufen, durch gemeinsames Handeln das System zum Wohle aller Wissenschaftlerinnen und Studierenden zu verändern. Ganz in der Tradition der feministischen Geografie fordern sie die wissenschaftliche Community dazu auf das System zu schauen, nachzudenken, Missstände zu benennen und über radikal andere Szenarien, in denen Wissenschaft betrieben werden könnte, nachzudenken. Das Kollektiv um Alison Munz benennt deshalb auch Dinge, über die im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Arbeit nie öffentlich gesprochen wird und die auch selten analysiert werden, vielleicht auch, weil die Zeit fehlt. Woher kommt denn die Beschleunigung in der Wissenschaft, unter der viele Wissenschaftlerinnen leiden? Gründe sind erstens die Budgetkürzungen an den Universitäten und der damit verbundene Zeitmangel für Lehre und Betreuung der Studierenden. Zweitens die höheren Anforderungen der Drittmitteleinwerbung, auch für die Reputation der Universität. Drittens die vermehrten administrativen Verpflichtungen zur Dokumentation der wissenschaftlichen Tätigkeiten, ein immer häufigeres Rapportieren über den Verlauf der Forschung. Und viertens die gestiegenen Anforderungen der Publikationstätigkeit vom Output im wissenschaftlichen Hiring Journal bis zum Tweet in den sozialen Medien. Wohin führt nun dieser enorme Zeitdruck? Zu einer Überforderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universitäten, die alles besonders gut machen wollen. Dieser stetige Druck führt zu vermehrten gesundheitlichen Problemen. Munz und ihre Kolleginnen sprechen von einem erheblichen Teil von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ihre Arbeit nur noch mit Hilfe von Medikamenten, also von Stimmungsaufhellern einerseits und von Beruhigungs- und Schlafmitteln andererseits erledigen können. Diese Personen treiben sich bis an den Rand der persönlichen Erschöpfung, weil sie zum Beispiel eine prekäre Arbeitsstelle haben, Thema Qualifikation oder Drittmittelstelle. Zudem ist ihre Forschungsarbeit ihre große Leidenschaft. Sie sorgen sich um das Wohl der Studierenden und um den Ruf der Hochschule. Als weiteren drückenden Faktor wird die zunehmende Respektlosigkeit von Review-Kommentaren bemängelt, welche zu noch mehr Schuld- und Schamgefühlen führen und viele engagierte Forschende an den eigenen Fähigkeiten zweifeln lassen. Die Konsequenz davon ist, dass dieses wissenschaftliche System insgesamt einen bestimmten Typus Personen fördert und andere Personen ausschließt. Können wir hier noch von einem System sprechen, das Diversität im wissenschaftlichen System fördert oder jemals fördern kann? Wie geht nun Entschleunigung? Was kann jeder Einzelne oder jede Einzelne tun? Wichtigstes Argument des Kollektivs ist, dass es eigentlich nicht nur darum geht, was jeder Einzelne tun kann, persönlich für sich, sondern dass das Ziel ist, eine institutionelle Strukturveränderung zu bewirken. Als Strategien und Handlungsweisen zählen beispielsweise folgende Punkte. Erstens, sprechen Sie über Slow-Strategien. Unterstützen Sie diese und setzen Sie sie um. Zweitens, zählen Sie Dinge,
die andere nicht zählen. Bewerten und honorieren Sie Forschungsarbeiten oder Forschungsanträge, die Qualität über Quantität stellen. Drittens, machen Sie mit. Eine Veränderung kann nur stattfinden, wenn wir heute beginnen, darüber zu sprechen, schreiben und Ideen auszutauschen. Viertens, kümmern Sie sich und tragen Sie zu sich Sorge, und dann kümmern Sie sich um die anderen und tragen den anderen Sorge. Seien Sie auch politisch aktiv. Fünftens, schreiben Sie weniger E-Mails. Sie beeinflussen damit Kommunikationsregeln und machen ein politisches Statement. Sechstens, schalten Sie Ihr E-Mail aus, zum Beispiel am Abend oder an den Wochenenden. Sie zeigen damit, dass Ihr Leben mehr beinhaltet als Ihre Arbeit. Siebtens, nehmen Sie sich Zeit zu denken, zum Beispiel einmal pro Jahr eine Woche ohne akademische Pflichterfüllung. Diese Zeit des Nichtstuns oder der Verantwortungslosigkeit wird Ihren Forschungsideen einen Schub geben. Achtens, nehmen Sie sich Zeit zu schreiben, zum Beispiel, indem Sie Ihre Wortwahl Satz für Satz hinterfragen. Schreiben ist nicht nur ein Produkt, sondern auch ein Prozess. Neuntens, sagen Sie Nein, sagen Sie Ja. Auch wenn es schwierig ist, entscheiden Sie ganz gezielt, bei welchen Anfragen zur Mitarbeit im Institut Sie Ja sagen können. Und zehntens, streben Sie nach dem Minimum. Denn gut genug ist das neue Perfekt. Entscheiden Sie sich für Qualität über Quantität. Erstellen Sie sich zudem einen alternativen Lebenslauf, welcher Ihre außeruniversitären Aktivitäten aufzeigt. Zum Beispiel Krankheiten, welche Sie überstanden haben, Angehörige, die Sie gepflegt haben, Hobbys, die Ihnen wichtig sind und so weiter. Wie können wir nun die Forschungsfragen beantworten? Wer ist eine exzellente Wissenschaftlerin oder ein exzellenter Wissenschaftler? Das wird heute nach Alter, Mobilität und Publikationsliste definiert. Wer definiert Exzellenz in der Wissenschaft? Heute sind das die Universitäten, die vermehrt als wie ein Unternehmen geführt werden, die nach Managementkriterien oder nach Akkreditierungskriterien bewertet werden. Drittens, welche Auswirkungen hat die Exzellenzdefinition auf die Karriereverläufe von Nachwuchswissenschaftlerinnen? Sie werden zu Kosmo-Idiotinnen. Welche Auswirkungen haben die Exzellenzanforderungen auf die Arbeitsweise und auf die Persönlichkeit von etablierten Wissenschaftlerinnen? Auswirkungen auf ihre Gesundheit? Sie führen zu Zeitmangel, zu Zunahme von Zwängen, zu einem erhöhten Druck von allen Seiten. Und wohin führt uns das heutige System? Zu einer erhöhten Geschwindigkeit und einem totalen Zeitmangel mit der Folge, dass vor allem die Qualität und der Inhalt der Forschung leidet. Und sechstens, welche Möglichkeiten zur Veränderung sehen Wissenschaftlerinnen die Maßnahmen der soeben vorgestellten Slow University Initiative sind solche Möglichkeiten. Wie könnte es nun weitergehen? Über die von mir hier nun vorgestellten Themen werden nach meiner Kenntnis in der Schweiz auf unterschiedlichen Ebenen nachgedacht. Also einerseits besteht nach wie vor die Arbeitsgruppe Exzellenzdiskurs an der Universität Bern, zu der ich gehöre, und ich habe den Auftrag bekommen, im Frühjahr, also im Winter und Frühjahr 2018, eine Forschungsarbeit zum Thema durchzuführen. Dann arbeitet Julia Nentwich von der Universität St. Gallen auf der wissenschaftstheoretischen Ebene zum Thema Exzellenz, Chancengleichheit und die Messinstrumente, die die Universitäten anwenden. Auch die Geografinnen der Universität Zürich haben einen Fokus auf Slow University, Widerstand und feministischer Kritik und bearbeiten dieses Thema wissenschaftstheoretisch. An der neuen Kulturgeografie-Tagung im Januar 2018 ist dazu ein Workshop geplant. Auch die Wissenschaftlerinnen der Universität St. Gallen planen im Juni 2018 eine Tagung zum Thema Women in Academia, Emotions, Strategies und Alternatives und werden diese Themen wieder aufgreifen. In der Praxis ist es so, dass ich kann jetzt hier von der Abteilung für Gleichstellung der Universität Bern sprechen, weil ich da involviert bin und da hineinsehe. Wir versuchen, auf das Thema zu sensibilisieren, zum Beispiel durch die Mitarbeiterinnen, die in Berufungskommissionen Einsitz haben,
durch die dezentral arbeitenden Gleichstellungsbeauftragten in den Fakultäten und eben durch eine Weiterführung dieser Exzellenz-Expertinnengruppe, die wir gebildet haben. Dann die Öffentlichkeit, also ich bin zu einigen Vorträgen eingeladen nächstes Jahr und kann dieses Thema wirklich sehr breit vom Rotary Club Entlebuch bis zu den Vorlesungen an der Seniorenuniversität der Universität Bern streuen. Ich bin auch zu diesem Roundtable an der Tagung von der Uni St. Gallen im Juni 2018 eingeladen. Und Netzwerk, last but not least, also die Akademien der Wissenschaften Schweiz, bieten dem Thema hier mit dieser Veranstaltung eine Plattform und wir können gerne nach dieser Veranstaltung über eine Intensivierung der Zusammenarbeit und vielleicht einer Unterstützung des Projekts der Universität Bern sprechen. Im Publikum sehe ich nicht nur Personen, die ich nicht kenne, aus dem Haus der Akademien, sondern auch ganz viele Personen, die ich kenne. Der SNF ist vertreten hier. Ich habe das Referat oder die Ankündigung des Referats noch weiter gestreut, also auch gestreut Personen vom Center for Higher Education und Science Studies der Universität Zürich waren interessiert am Referat, die Vertreterin von Swiss Universities, eben die Gleichstellungskoordinatorin der Universität Bern. Also ich denke, es gibt hier wirklich ein großes Interesse am Thema und es wäre schön, wenn wir uns da weiterhin vernetzen könnten. Nun noch zum Schluss. Was ist der maximale Benefit von einer Veränderung der heutigen wissenschaftlichen Praxis, auf die wir hinarbeiten könnten? Eine Systemänderung könnte zu einer motivierten, reflektierten, gesunden und diversen wissenschaftlichen Community führen. Diese betreibt Wissenschaft, die sozial und politisch verankert ist. Ziel ist es, eine vielfältige Palette von exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an den Hochschulen und Universitäten zu haben. Und ich glaube, mit diesem Porträtband hier legen wir eine erste gute Kollektion vor. Ich bedanke mich ganz herzlich schon mal für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure und ihre Fragen und auf die anschließende Diskussion. Ganz herzlich. Patricia Felber für diese spannende Darlegung. Ich muss etwas mehr rübergehen, sonst bin ich da voll im Scheinwerferlicht. Ich finde es sehr spannend, wie man von diesem Gedanken Berufung, Karriere auf Alternativen und Analysen kommt. Und ich denke, wir sind uns alle sehr bewusst, dass die Karrieresituation schwierig ist, dass es schwieriger ist als früher, wo man einfach Grundmittel hatte und Zeit und Wissenschaft für die Wissenschaft gemacht hat, wie das schon Aristoteles propagiert hat, und plötzlich muss ein Output da sein. Und ich habe selber Public Management studiert, ich kenne die ganzen Konzepte und es ist vielleicht ein Konzept, das für vieles gut ist, aber für wissenschaftliche Produktion hat es sicher Grenzen und ich finde es eine große Chance, dass man darüber diskutieren kann und bin sehr gespannt, wie eure Arbeit weitergeht. Ja. Nun möchte ich die Frage öffnen, ja? Ja, bitte. So, Sie haben jetzt